So, und da ist er. Unser Grapple Beam. Endlich. Dann wiederum frostresistente Metroids gibt es sogar wirklich. Und zwar in Other M. Die sind dann auch wieder sehr gefährlich. So. Jetzt können wir uns hier einmal. Machen. Gewöhne ich da wohl jetzt nicht dran. Kann ich da rein? Ah ja. War das so richtig? War irgendwo noch ein Secret? Kurz, ob da vielleicht irgendwo noch ein Secret war. Was ist das Gravity? Einfach richtig runtergezogen. Ich habe jetzt auch nichts gehört. Hier unten noch? Nee, okay. Wollten wir mal sicher gehen nochmal. So, und einmal wieder raus. Wo bin ich jetzt eigentlich rausgekommen? Ah! Ja, ich weiß wo. Hier. Hi. Jungs, chillt. Ich sagte chillt. Meine Güte. Das Problem ist, du hast keine Energieversorgung, ne? Wo wäre denn deine Energieversorgung? Das Gefühl, ich muss an den Dingern noch irgendwas machen. Oh, wait, ich kann einfach drüber schwingen. Och, Junge! Ah! Das ist Hans! Das ist der, der gepennt hat vorhin! Den hab ich ihn eingefroren. Also ich glaube, das ist der, der gepennt hat. Der, der oben drin da die ganze Zeit noch drin saß und nichts getan hat die ganze Zeit. Die sind auch echt im Dauerfeuermodus. Ja. Die wollen mich tot sehen. Kann ich nicht verstehen. Die haben auch echt nur Raketen die ganze Zeit. Jetzt muss ich doch arbeiten. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Und dann ist er nicht im Betrieb. Eigentlich müsste ich da. Ah, so komme ich da rein. Hier wollte ich hin. Nee, Strom fehlt. So, Moment, ja. Strom fehlt. Jetzt haben wir wieder Strom. Ah. Okay. Erstmal die Wand eingeschlagen. Aber so komme ich wenigstens an meine Sachen dran. Aber das hätte ich auch eigentlich die ganze Zeit vorher schon machen können.
Okay. Wo wir eh gerade hier sind, können wir uns auch eben einmal kurz heilen gehen. Den Safe-Raum kennen wir doch. Ja, wir machen eh alles kurz und klein. Eine Wand mehr oder weniger. Macht auch nichts mehr aus. Dann würde ich sagen, wir können hier ein kurzes Päuschen machen. Und dann schauen wir uns hier weiter noch in die Phasenmine um. Beziehungsweise gehen dahin, wo wir gerade in Markmon nochmal waren. Und gucken uns da noch ein bisschen um. Von daher, bis gleich. So. Dann wollen wir mal weiterschauen. Komme ich denn da eigentlich wieder hin zurück, wo ich gerade eben war? Oder muss ich den ganzen Weg außenrum nochmal laufen? Schauen wir doch mal. Ich wäre wirklich einfach ganz easy hochgekommen. Ich habe den Weg einfach nur übersehen. Richtig stupid. Kann ich das von hier unten aus aktivieren? Moment. Probieren wir das einmal kurz aus, ob ich den Lift von da aus aktivieren kann. Von hier nicht. Na, hier stehe ich da drunter. Als ob ich da nicht drankomme, was? Also ich wäre doch safe nah genug dran, um es zu scannen. Da war ein Loch. Wahrscheinlich ist es echt einfach der Cheese-Schutz. Falls man da. Falls das Spiel denkt, nee, nee, nee. Abgekürzt wird hier nicht. Und die Strafe dann, falls man das Ding nicht aktiviert hat, was ich wahrscheinlich gefühlt jedes Mal vergesse, ist dann, dass du nochmal außenrum laufen musst. Vor allem ist jetzt auch der Grapple-Punkt hier oben weg. Das heißt, ich kann ihn nicht mal. Kann ich ihn wieder zurückschieben? Ah, ich kann ihn auch wieder zurückschieben. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Da kann ich mich nämlich wieder zurückbaumeln. So, und jetzt kann ich mir noch sicher. Achso, es ist im Endeffekt nur der gleiche, weil er einfach nur da hin und her schiebt. Langweilig. Jetzt lasse ich den auch dort. Jetzt gehe ich. Jetzt bin ich beleidigt. Nein! Ich knall immer dagegen. Nein! Und hoch, und hoch. So. Dahin. Dahin. Ja, fast. So, mal gucken, ob ich es jetzt richtig mache, dass ich da, wo ich jetzt hingehe. Moment. Ich dachte kurz, ich hätte das Geräusch von einem Item vernommen. Deswegen muss ich einmal kurz lauschen. Ja, chill mal. Und hier war ja nur der Grapple Beam Raum, ja. Schlimmer. Powerbomben. Nehme ich gerne. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ich kam jetzt von da hinten. Ich würde hier, glaube ich, gerne nochmal in den Elite-Forschungsraum. Um zu gucken, ob ich da nochmal an was dran komme. Ansonsten. Müsste ich hier einmal noch mal runter. Hier durch und dann da noch mal runter. Das ist die Frage, ob das jetzt der richtige Weg ist. Oder ob ich zur Tal- und Oberworld muss. Ja. Kann auch sein, dass ich erst zur Overworld muss und ich jetzt wieder doppelt und dreifach laufe.
Aber ich glaube, ich muss zuerst nach Markmoor. Und wir gehen jetzt erst einmal hier unten hin. Ich gucke in dem einen Raum eben noch was nach. Ich glaube, Tower und Overworld müssen wir, nachdem wir bei Markmoor waren. Wo ist noch einer? Ach da. Nix da. Aua, doch da. Wie viel diese Dinge auch mittlerweile aushalten. Oh, dann droppt mir auch eine Powerbombe. Wie nett. Brauche ich zwar nicht, aber nett. So, konnte ich dich sprengen? Ja! Den konnte ich freisprengen. Ich glaube, du bist sogar nochmal ein Special-Gegner. Ein Phasen-Elite-Pirat. Was? Lass mich mal kurz einmal auf Abstand gehen. Den kann man nämlich im Endeffekt genauso machen wie die anderen Elite-Piraten auch. Und einfach dann ganz viele Supers ins Gesicht fressen lassen. Hält nur ein kleines bisschen mehr aus. Und ich sollte echt Doppelsprünge machen. Ich jetzt immer auf die Fresse kriege. Aber ansonsten war's das schon. Und sobald man den besiegt, gibt es nämlich ein Artefakt. Und zwar steht nicht bei welches. Irgendeins. Das Artefakt des Kriegers. Moment. Da. Okay. Hätten wir das auch. Ich dachte irgendwie, da wäre irgendwo noch ein Item versteckt. Was? Oh. Jungs! Ich hab keine Zeit. Weg. Immer diese Kanonen, die nur Stress machen wollen. So, und jetzt müssen wir uns hier einmal nochmal komplett durcharbeiten. Um dann wieder zurück zu den Höhlen von Markmoor zu kommen. Und ich hoffe, dass ich da dann auch richtig bin. Ach komm. Hat mir jetzt dieser Sprung einfach mal 2 E-Tanks gekostet. Krass. Das war mehr als erwartet. Ich dachte vielleicht, ja, komm, so ein bisschen Energie vielleicht verliere ich da. Aber nicht 2 E-Tanks. Yo. So. Die sind alle sehr heiß auf mich. Sehr, sehr heiß, ja. So. Schnellster Weg zurück ist einmal hier gegenüber? Nee. Da lang, in die Richtung muss ich. Eine Etage runter und dann nach rechts. Also dahin. Es ging voll klar vom Schaden. Ja, ich komme nur so kurz vorbei und die Metroid so. Den lutsche ich aus. Fun Fact: Metroids sind künstlich erschaffene Lebewesen, die von den Chozo erschaffen wurden, um die X-Parasiten, die damals deren Heimatplaneten auch so ein bisschen besiedelt haben, um die zu bekämpfen. Kann ich den wieder da raushauen? Leider witzig. Irgendwann hatten die leider die Metroids dann nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Da waren die Metroids ein bisschen böse. Hi. Bye. Ich habe nichts gesehen. Ich bin nicht da. Und tschüss.
So. Oh Gott. Die schon wieder. Hallo? Guck, guck. Der ist geflogen. Aber so richtig. Metroids haben einfach nur Hunger. Ja, die wollen andere Lebensform auslutschen. Ursprünglich sollten sie nur die X bekämpfen. Stattdessen sind sie eine Gefahr für die ganze Galaxie. Aber die X sind es genauso. Und man dachte, Samus hätte sie in Fusion eigentlich ausgelöscht. Aber wie wir in Metroid Dread gelernt haben, war das leider nicht der Fall. So, ist da nicht irgendwo noch so eine Kanone? Bevor die mich hier gleich wieder in den Abgrund boxt, box ich die erstmal zurück. So. Ich bin immer froh, wenn ich diesen Raum schaffe, ohne in den Abgrund zu fallen. Aua. Irgendwie habe ich eine Plattform vermisst. Die war einfach weg. So. Oh, keine Powerbomben. Aber ich brauche auch gerade keine. Von daher alles gut. Beschwer mich nicht. Hallo, ihr netten Leute. Ich verschwinde einfach, ne? Gibt sicher nichts dagegen, wenn ich gehe. Ich störe euch nicht, ihr stört mich nicht. Alle sind glücklich. So, und jetzt sollte ich hier in dem Raum noch weiterkommen können. Wie springe ich eigentlich? Einfach loslassen, ne? Ja. Und dann hier den Schalter irgendwo aktivieren. War das nicht hier irgendwo so? Ja, da. Fast. Moment. Und dann hier unten auch nochmal. Und plötzlich kriegen wir so Rätselmusik hier. Roll, Samus! Hin. Ich war kurz verwirrt. Und jetzt da hinten hin. Achso, und hier muss ich sogar sprengen. Tada! Und einfach mal die Decke hochgeschoben. So. Hier haben wir ein wunderschönes Rätsel, sage ich mal. Um da hinzukommen. Kann man die nicht? Sind die auch wieder nur... Kann ich die einfrieren? Dem gedodged ist. Kann ich die auch nicht mit einer Rakete erwischen? Kann ich die auch nicht mit einer Supermissile erwischen? Okay. Die haben eine gute Panzerung. Wir müssen nämlich einmal durch dieses gesamte Spider-Ball-Rätsel.
Und im Idealfall nicht von den Gegnern uns in den Abgrund schmeißen lassen. Die Viecher sind einfach stärker als Ridley. Ist so. Ridley ist schwach gegen Super Missiles. Die nicht. Oh, wait. Ich bin hier runter. Ich folge dem einfach ganz vorsichtig. So, und dann hier. Oh Gott, nein! Oh. Holy moly. Flop. Flop. Und flop. Seid ihr schwach gegen normale Bomben eventuell? Oh ja, sind sie. Normale Bomben einfach OP. Okay. So, dann weiter hier vorsichtig durch. Wenn man hier einmal runterfällt, fällt man tief. Na, na, so. Und weg mit dir. Bevor er mir noch irgendwas antut. Upp. So. Und hier ist das Gemeine. Nicht einfach runterfallen, weil ich glaube, die Steine einen so ungünstig wegprallen lassen, dass man einfach in den Abgrund fällt. Ich meine, das ist mir sogar schon mal passiert. So. Und es wird Zeit für ein Lavabad erstmal. Und ansonsten für den Plasma-Beam. Für einen wunderschönen Beam. Plasma-Beam erhalten. Und damit können wir jetzt auch Plasmatüren öffnen. Und wir haben den stärksten Beam, der einfach Feuer schießt. Also, Moment. Ich geh mal kurz. Der sieht einfach richtig geil aus. Das ist so hier, so der normale Beam. Ja, das ist ein bisschen rot. Der hier so, der glüht einfach. Ist einfach so richtiger Feuerlaser. Ist auf jeden Fall besser versteckt als der Eisbeam. Oh ja. Okay, wir könnten nun zurück an die Oberfläche. Ich müsste nur mal gucken, was da der schnellste Weg wäre. Der wäre eigentlich so der beste Weg dafür. Heißt, ich muss rechts von mir runter. Ja, 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 genau da, ja, dieses Lavabad, das war wunderschön. In Zukunft kann ich aber gerne darauf verzichten. Das Schöne ist, man kann damit auch sehr schnell in Folge schießen. Weil der Eisbeam ist zwar auch sehr stark, aber beim Eisbeam kann man halt eben nicht so oft so schnell hintereinander schießen, ist das Problem. Und hier ist das so, ja, ich schieße einfach und zerstöre. Ach, das sieht auch so stylisch aus. Wow, so geile Geräusche, einfach tschu, tschu. Ich mag den Plasma-Beam in diesem Spiel. Allgemein ein sehr geiler Beam. Und das Gute ist auch, es ist ein sehr schneller Beam. Auch wieder Eisbeam, schön und gut, aber Eisbeam ist ultra lahm. Aua. Naja, so hoch. Und jetzt sind wir gleich wieder an der Talon Overworld. Und eventuell kriegen wir auch unser vorletztes Item schon mal. Weil so viel mehr gibt es sogar gar nicht.
Wir kriegen einen Visor noch und einen Suit noch. Ja gut, in 2D-Teilen ist Plasma... Eigentlich ist Plasma ja auch kein Feuer, sondern der vierte Aggregatzustand. Der eher einfach eher so ein energetischer Zustand ist. Also vielleicht passt Feuer so ein bisschen dazu. Aber prinzipiell ist Plasma einfach nur rein Energie. Und Super Metroid ist ja einfach ein grüner Beam. Ich bin einfach getötet. Was ist da los? Plasmarisiert. Ich glaube, das sieht man auch in unseren Sachen. Ne? Waffenarm fehlt. Fehlt sogar noch. Echt ein Beam? Ich wüsste gerade spontan nicht, welcher. Ein Anzug fehlt noch, ein Visor fehlt noch. Wahrscheinlich irgendwie ein Special Beam einfach, wenn er noch mit in der Liste steht. Weggelasert. So, und jetzt können wir nämlich hier weiter. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Moment. Jetzt können wir nämlich hier weiter. So. Und einfach alles mit unserem Laser zerschießen. Pflanze einfach verbrannt. Ah, und hier sehen wir auch wieder, hier ist theoretisch eine unsichtbare Plattform. Sehe ich denn irgendwo noch eine? Ich sehe gerade spontan echt nur die eine vor mir. Und irgendwo über mir, hinter mir, ist irgendwo eine Tür. Ein bisschen weiter über mir. Irgendwo da oben. Oben sehe ich ein Secret. Aber ich glaube, da kommen wir von hier aus erstmal noch nicht dran. Bis ich genau sehen kann, wo noch eine weitere Plattform ist. Okay. Anderer Raum. Da ist das. Da ist das ganze Schiff. Die Baumschlucht. Garten des Lebens. Da. Chozo-Ruinen, Phasenminen. Da müssen wir, glaube ich, zurück hin. Zu der großen Baumschlucht. Das wäre durch die Phasenminen doch ein bisschen schneller gewesen. Oder zu den Chozo-Ruinen hoch. Wo genau komme ich da hin bei den Chozo-Ruinen? Sind es die hier? Speicherstation, Spiegelbecken. Das ist das, wo ich den Icebeam bekommen habe. Das ist das, was zu den... Ja, das ist der zum Wrack führt. Moment. Der da. Und der andere müsste dann der hier sein. Ja, das heißt... Aber ich will dann hier hinten hin. Und dann da wieder runter. Heißt, um da hinten hinzukommen, müsste ich hierhin, durchs Energiezentrum durch. Wir könnten unterwegs den Stuff hier jetzt noch einsammeln gehen. Okay, heißt, wir müssen jetzt einmal komplett zurück.